Dann gehen wir, wenn wir schon bei den Schweizern sind, bei den Bergen. Bleiben wir in der Bergregion. Bleiben wir bei der Berg. Semmering. Ja. Semmering. Semmering, wirklich Semmering. Semmering, ja. Semmering-Region. Pass auf, hier. Als Einstimmung. Dort verbindet die Postbuslinie 180 die beiden Orte Glocknitz und Mürzzuschlag. Diesseits und jenseits der Passhöhe. Soweit nichts Außergewöhnliches. Bemerkenswert ist aber eines, dass dieser Bus nur an einem einzigen Tag im Jahr verkehrt. Und ich möchte von euch wissen, warum. Der fährt von Glocknitz nach Mürzzuschlag. Ja, oder von Mürzzuschlag nach Glocknitz. Wie jetzt? Also, das muss ich schon. Der noch Landeshauptmann von Niederösterreich, Dr. Erwin Bröll, ist er berühmt dafür, dass er jedes Jahr den Glockner bezwingt. Mit dem Fahrrad. Der rauft mit Glockner. Ja, und böse Zungen behaupten, dass er sich da schon zumindest ein bisschen anschirmen lässt. Ja. Und vielleicht macht er auch einmal im Jahr den Semmering und lässt sich da gleich mit dem Postbus befahren. Oben steigt er kurz aus, macht ein Büdel mit dem Vorhau und Vorsicht, Sie können sich die Katze verbrennen. Und dann fährt er wieder runter. Aber merkst du, wie man sich über Bröll nicht lachen traut? Die macht das mal ja. Probier's in ein paar Monaten wieder. Na, da, ich denke schon über die Mikl-Leitner-Witze noch. Vielleicht wird die berühmte Semmeringbahn gewartet, geputzt an einem dieser Tage. Und da gibt es den Schienenersatzverkehr. Und das ist dann genau dieser Bus, der zwischen Glocknitz und Mürzzuschlag hin und her fährt. Verdammt schlau. Es ist der Putzdock quasi der berühmten Semmeringbahn, errichtet von. Lieber Viktor, das ist. Was denn? Naja, wie sage ich es jetzt? Im Prinzip, es ist ein guter Gedanke, aber leider falsch. Aber es ist in Wahrheit. Ist es richtig, aber falsch. Aber ähnlich. Ähnlich falsch. Ähnlich. Es geht nicht um das. Ja. Es geht nicht um das Putzen. Es geht um das Putzen des Tunnels. Oder ist es ein Nostalgiebus vielleicht? Nein. Eine reguläre Postlinie. Eine Postbuslinie. Postbus. Solange es noch gibt, mein Gott. Ja. Ganz regulär. Ja. Aber es ist so lustig. Ein alter Bus, oder voll. Also so eine Hupe haben sie nicht. Aber ist interessant, das sind doch überhaupt nicht, also überlegt, an welchem Tag das sein. Na eben, das muss ein spezieller Tag sein. Silvester. Zum Beispiel. Ah, warum an Silvester? Partybus. Ja, damit man oben schaut, wie unten. Ja, die, das ist irgendwie die Zeitzone. Ja, ja genau. Ja, klar, der Jetlag zwischen Niederösterreich und der Steiermark ist ja der ärgste. Das ist, wenn ich da durch den Semmering tue, das ist genau so ist. Ja. Kommen Sie, kaufen Sie ein Ticket, wollen Sie das wilde Bergvolk hinter dem Semmering kennenlernen, steigen Sie in unseren Adventure-Bus. Silvester also ist zu Silvester fährt er. Ja. Nein, fährt er nicht. Nein. Zu Weihnachten? Weihnachten ist ja. Auch. Das ist es richtig? Nein, auch nicht. Okay. Schade. Aber was haben wir noch? Christi Himmelfahrt. Und ich probier's nochmal. Zum Geburtstag vom Erwin Bröll. Na schau. Ja. Ich zeig euch das mal. Ich zeig euch den Fahrplan, damit ihr auch wisst, dass ich euch keinen Blödsinn erzähle. Hast du auch eine Kreuzsichtbrille? Ja, das ist eine Kreuzsichtbrille. Gut, Mürzzuschlag, Glocknitz. Da siehst du die Abfahrtszeit. Dauert eine halbe Stunde, wie man sieht. Montag bis Freitag kein Verkehr, Samstag kein Verkehr. Das sind die Hooligans vom Mürzzuschlag, die fahren nach Glocknitz. Am 1. Mai Hooligans? Ja. Von was für Hooligans? Na, vielleicht Hooligans heute. Hooligans, 1. Mai Hooligans. Wir wollen nicht frei haben. Der 1. Mai ist völlig blunzen. Ist blunzen. Völlig, ja. Sie haben halt nur den 1. Mai. Es könnte der 19. Juli sein, es könnte der 24. Dezember, der 31. Okay. Es ist völlig wurscht. Ja. Sie müssen nur einmal fahren. Das ist ein Schaltbus, wie der Schaltwagen. Keine Automatik, sondern. Ja. Fährt da jemand mit oder fährt der allein? Das ist eine gute Frage. Na, sie schieben die niederösterreichischen Flüchtlinge die mit. Von Mürzzuschlag werden die illegalen. Am 1. Mai! Am 1. Mai werde ich zurückgebracht ins Mutterland. So schaut das aus. Nein, wir müssen das machen. Es ist gesetzlich notwendig, weil sonst der Betreiber, der Postbus, ein Unternehmen der ÖBB, die würden die Lizenz verlieren.
Wenn Sie das nicht machen an dem wenn Tag. Sie das, nein, Sie müssen nicht an dem Tag, irgendwann. Sie an müssen einem Tag einen im Jahr Tag müssen Sie diese Strecke fahren, sonst würden Sie die Lizenz verlieren. Und da Dr. Das. Richard Huck drauf. Genau, sofort. Nein, aber jetzt wird man sich fragen, warum brauchen Sie diese Lizenz? Und damit kommen wir zu dem, was der Viktor vorher gesagt hat, wenn die Semmeringbahn geputzt wird oder irgendwas. Nein, es kann tatsächlich passieren, dass es einen Ausfall gibt, Semmeringbahn. Das ist der Schienenersatzverkehr. Ja. Und dann brauchen Sie es für Transport, für Reparaturzeug etc. Ich würde ein kleines Geschenk würdig annehmen. Ja. Ja, Moment. Also nein, ich glaube, das war doch wirklich nur immer so dieser Publikumsliebling. Dankeschön. Aber entschuldige, das ist doch ein Blödsinn. Wieso? Das heißt, diese, wenn jetzt was ausfällt, ja, muss das immer am 1. Mai ausfallen, wenn der nur am 1. Mai fällt. Nein, das hast du nicht ganz richtig verstanden. Willst du es ihm erklären, bitte? Ja, mach, komm. Ja. Also einmal im Jahr müssen sie fahren. Also sie müssen einmal fahren? Ja, sonst ist das weg, die Lizenz. Und ja. Und wenn dann was passiert auf der Semmeringbahn und Sie brauchen diese Strecke, können Sie sofort den 180er reaktivieren und sagen, und dann kriegen Sie einen Satz Verkehr, nehmen Sie aber bitte die Linie 180. Kann man nicht bei der Bahn was kaputt machen, dass er fahren muss an einem anderen Tag auch, dann brauchen Sie am 1. Der fährt aber man, der kann siebenmal im Jahr auch fahren. Schaut einmal, Burschen. Ja, wenn die Bahn hin ist, wenn man die Bahn kaputt macht. Lukas, stellt sich vor, Beichen steht nahts. Dort gibt's keinen Bahnhof. Was gibt's da jetzt zu diskutieren? Das ist ein Schwimmboot. Das ist eine schlechte Eröffnung. Sie brauchen, bitte. Komm bei euch, der Traktor mit dem Heuwagen eingeht. Dann ist es mit dem Ersatzverkehr. Das ist ein Rall. Sonst ist die Lizenz futsch. Verstehst du? Sie brauchen es nur in Notfällen. Aber weil ein Notfall eben nur dann passiert, wenn man nicht weiß, dass er passiert, machen Sie einen fixen. Das ist ja der Sinn, oh, man kann ja einen Notfall machen. Nochmal. Nein, jetzt, ich hab's. Das ist ein Notfall. Die wollen machen, nein, das ist Notfall. Ja, okay, gut. Na, hochinteressant. Herbert Stift aus Wien. 300 Euro Büschelgutschein. Danke vielmals für diese wunderbare Frage.